Hallo und herzlich willkommen zum Mut für Mütter Podcast, der Sendung für Mütter mit einem toxischen Ex-Partner. Ich bin Heidi Duda, Buchautorin, Coach und Gründerin von Midlife Boom. Ich zeige dir Wege auf, wie du dem Gefühl der Hilflosigkeit im Alltag oder auch im Familiengericht Lebewohl sagen kannst und endlich wieder in deine Stärke kommst, damit du zum Leuchtturm für dein Kind wirst. Eine weitere Frage, die mich erreicht hat, war: Wie kann ich es jemals schaffen, dem toxischen Menschen, der es sich zum Ziel gemacht hat, mich als Person auf teilweise kriminelle Art und Weise auf allen Ebenen zu vernichten, zu vergeben? Das ist in der Tat eine der ich würde mal behaupten, der schwierigsten Aufgaben, die wir haben. Ja. Das Problem, was du dir klar machen solltest, ist, solange du mit Hass oder Groll an den toxischen Ex denkst und das, was er dir angetan hat oder dem Kind angetan hat, umso mehr vergiftest du halt dich selbst. Ja? Die Gedanken sind ja in dir. Das landet ja nicht bei ihm. Du gehst ja nicht zu ihm und haust mit der Faust an die Tür und machst ihm das Leben schwer mit deinem Hass oder mit deinem Groll. Ja? Sondern der Groll ist in dir. Und wenn du den langfristig nicht auflöst, dann schadest du dir selbst. Du schadest dir selbst. Deshalb ist es ein Akt der Selbstachtung, in die Energie des Verzeihens zu kommen. Ja. Das heißt nicht, dass du ihn aus der Verantwortung für sein Handeln entlässt. Ja, und ich glaube, wir haben halt auch so von unserer Vorstellung her, verbinden wir das halt auch immer mit der Religion, ja, dass wir immer ganz lieb und sanft allen Menschen verzeihen sollen. Aber letztendlich geht es darum, dass wir, wenn wir anderen Menschen verzeihen, uns selbst auch verzeihen. Ja. Und und da gibt es ganz wunderbare Rituale, ja. Die sind erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber da kann man sich echt rantasten. Ich habe zum Beispiel im Club der mutigen Mütter gibt es dazu einen Ablauf von Gedanken und Sätzen, die man durchgehen kann. Und da die Person, denen man verzeihen muss oder möchte, durcharbeitet. Ich würde auch ehrlich gesagt nicht unbedingt gleich mit dem toxischen Ex anfangen, der doch sehr präsent ist. Aber ich würde das erstmal üben, mit anderen Menschen, die dir noch nicht so wichtig sind oder nicht so wichtig waren. Ja, du kannst zum Beispiel üben erstmal mit dem unfreundlichen Tankwart. Ja, und das heißt nicht, dass du ihm das sagen musst, ich verzeihe ihn, sondern dass du das für dich sagst. Ja, der Tankwart, der dich unfreundlich angeblafft hat. Ja, und dann sagst, okay, das war jetzt nicht schön, aber ich vergebe dem Mann. Ja, dass er so eine schlechte Laune hatte und meinte, sie an mir auslassen zu müssen. Ja. Und da fängst du über solche Personen erstmal an, über solche Geschehnisse. Und dann schaust du mal, wie es dazu geht. Ja. Es geht nicht darum, die Verantwortung dem Mann abzunehmen dafür, was er getan hat. Ja. Aber es geht darum, dass du loslässt von dem, was es in dir macht. Und das hat so eine unglaubliche energetische Auswirkung, das kannst du dir nicht vorstellen. In dem Moment, wo du verzeihst und loslässt, in dem Moment öffnest du die Schleusen für unglaublich viel mehr in deinem Leben. Unglaublich viel mehr. Also von daher, ich kann es dir nur empfehlen, dich mehr und mehr mit dem Gedanken auseinanderzusetzen und das einfach zu üben. Ja. Hat dir diese Folge gefallen? Dann freue ich mich, wenn du diesen Kanal abonnierst, damit du auch keine neue Folge mehr verpasst. Und solltest du noch nicht den Mutmach-Freitag abonniert haben, dann
lade ich dich herzlich ein, das hier auch nachzuholen. Du findest in den Shownotes unten den Link dazu. Der Mutmach-Freitag ist etwas ganz Besonderes. Jeden Freitag bekommst du dann in deine E-Mail-Inbox eine Information, wenn ich jetzt zum Beispiel einen neuen Blogartikel geschrieben habe. Oder du erfährst weitere hilfreiche Tipps und Werkzeuge, die das Wochenende für dich einläuten. Ich freue mich, wenn du mitmachst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag.